imagine all the people living for today. Moskau und Kiew haben nach Angaben beider Seiten einen erneuten größeren Gefangenenaustausch durchgeführt. Der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros in Kiew, Andrei Jermak, schrieb auf Telegram, am symbolisch wichtigen Tag der Streitkräfte seien 58 Männer und 2 Frauen in die Ukraine zurückgekehrt. Darunter befinden sich auch einige der Verteidiger von Mariupol. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte die westlichen Partner Kiews auf, nach den jüngsten russischen Raketenangriffen die Militärhilfe zu verstärken. Es gebe keinen Grund, nach Ausreden zu suchen und wichtige Entscheidungen zu verschieben. Es sei an der Zeit, den Himmel über der Ukraine zu schließen, und zwar mit Hilfe von Luftabwehrsystemen in ausreichender Zahl. Bei ukrainischen Angriffen auf Donetsk wurden 6 Zivilisten getötet und mindestens 10 verletzt, wie die Behörden in der russisch kontrollierten Region erklärten. Eines der Opfer sei die Parlamentsabgeordnete Maria Pirogova gewesen, schrieb der Chef der selbsternannten Volksrepublik Denis Puschilin auf Telegram. Russischen Nachrichtenagenturen zufolge wurde das Stadtzentrum mit Mehrfachraketenwerfern beschossen. Ein Deutscher gepaart beim Abschuss eines russischen Marschflugkörpers. Yes, Kontakt! Getroffen, rufen die ukrainischen Soldaten jubelnd, als sie die russische Rakete vom Himmel holen. Nur eine von rund 70 Raketen gestern, die Russland auf die Ukraine abschoss. Unter anderem von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer aus. Es war der von der Ukraine befürchtete Großangriff. Rund 60 von ihnen konnten abgefangen werden. Die anderen sorgten für Zerstörung, wie hier in der Region Donetsk. 4 Menschen starben. Der ukrainische Präsident dankt für die Ausrüstung. Ich bin unseren Partnern so dankbar für die Flugabwehrsysteme, die wir derzeit nutzen. Jede runtergeholte russische Rakete ist ein konkreter Beweis, dass Terror besiegt werden kann. Satellitenbilder aus Russland, aus Ryazan, 800 Kilometer von der Grenze entfernt. Ukrainische Drohnen sollen diesen und noch einen anderen Luftwaffenstützpunkt angegriffen haben. Dabei sollen 3 Soldaten getötet worden sein. Und hier Propagandabilder. Der russische Präsident fährt im Mercedes über die beschädigte Krimbrücke, die derzeit instand gesetzt wird. Hier links sehe ich noch Bauarbeiten. Ich sehe immer noch Zerstörungen. Die Brücke muss bald in einen Idealzustand gebracht werden, sagt er. Der russische Präsident beim Zuhören von Arbeitern. Thema soll auch Putins Forderung gewesen sein, eine Straße von Südrussland entlang der besetzten Küste des Asowschen Meeres bis hin zur Krim zu bauen. Ein Hut, ein Schuh, ein Kamm. Das bekommen die Toten in der Ukraine traditionell mit in den Sarg. Tamila in der Nähe von Cherson muss derzeit erleben, wie ihr geliebter Mann exhumiert wird für Untersuchungen zur Todesursache. Eine ukrainische Kommission will Kriegsverbrechen nachweisen. In Lettland ist dem unabhängigen russischen Fernsehsender DOŽD, auch TV Wayne genannt, die Sendelizenz entzogen worden. Die lettische Medienaufsicht hatte zuvor ein Verfahren gegen DOŽD wegen der Ausstrahlung von Appellen zur Unterstützung der russischen Armee eingeleitet, wegen Äußerungen eines Moderators, die dahingehend interpretiert werden konnten. DOŽD wurde bereits am 2. Dezember zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt, weil der Sender eine Karte gezeigt hatte, auf der die von Moskau annektierte ukrainische Region Krim als Teil Russlands dargestellt war und die russischen Streitkräfte als unsere Armee bezeichnet worden waren. At least 20 oil tankers traveling from Russia and waiting in line off Turkey face more delays. That's according to industry sources. The ships were waiting to cross from Russia's Black Sea ports to the Mediterranean as of Tuesday. It comes as operators race to follow new Turkish insurance rules added ahead of a G7 price cap on Russian oil. Turkish authorities issued a notice last month asking for more guarantees from insurers they would cover ships moving through the Bosphorus from December 2nd. The new rule was announced before a $60 per barrel price cap was imposed on Russian seaborne crude this week. Western insurers are required to show proof that Russian oil is sold at or below that price. The industry has a 90-day grace period to comply with the G7 plan. A source told Reuters there will be further delays if owners or operators can't provide the required guarantees. Millions of barrels of oil per day move from Russian ports through Turkey's Bosphorus and Dardanelles Straits into the Mediterranean. Shipping agency GAC said the average waiting time southbound at the Bosphorus on Tuesday was 4 days for vessels longer than 200 meters. That's up from 1 day in mid-November.
Das war vor allem einmal mehr eine Machtdemonstration, die Wladimir Putin dort versucht hat. Er hat sich ja demonstrativ selbst am Wagen eines, am Steuer eines Mercedes gezeigt, wollte also da auch dann darstellen, dass er der starke Mann ist, der nicht einmal einen Fahrer braucht, sondern sich dort auf dieser Krim-Insel frei bewegen kann. Und ja, Putin möchte einmal mehr zeigen, er ist immer noch Herr der Lage, auch wenn die Krim von der Ukraine immer wieder auch beschossen worden ist, dass er jetzt zeigt, er kann sich dort eben frei bewegen. Und er will auch zeigen, diese Krimbrücke, die wird wieder aufgebaut werden und die wird dann eben eine Verbindung dann wieder zum Festland auch hergestellt werden können. Und mit der Brücke kann dann auch eine Verbesserung der russischen Truppen wieder in dieser Region erzielt werden, wenn die russischen Truppen möglicherweise da den Süden der Ukraine wieder attackieren können. Das aber allerdings liegt in weiter Ferne. Die Brücke ist erst einmal zerstört und Wladimir Putin wollte aber offenbar das Zeichen setzen. Wir bauen sie wieder auf und wir können dann auch von dieser Seite aus wieder zuschlagen. Die älteren Menschen in der Ukraine leiden unter den russischen Bombardierungen stärker als alle anderen Bevölkerungsgruppen. Amnesty International stellt fest, dass Menschen im Rentenalter besonders oft in zerstörten Häusern und überlasteten staatlichen Notunterkünften leben müssen. Für den Bericht befragte Amnesty 226 Personen. Ältere bleiben oft in den Gebieten zurück, die unter ständigem russischen Beschuss stehen. Sie sind nicht in der Lage, wie viele andere Teile der Bevölkerung, in Bunkern oder anderswo Schutz zu finden. Deshalb bleiben sie oft in ihren Wohnungen, was sie einem erhöhten Risiko von Tod und Verletzung aussetzt. Wenn sie vertrieben werden, haben sie Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Sie leben oft in Armut oder sie haben Behinderungen. Und das alles erschwert die Suche nach einer Unterkunft. Ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung ist laut Amnesty über 60 Jahre alt. Nach Angaben der Menschenrechtsabteilung der Vereinten Nationen sind zwischen Februar und September 34% aller getöteten Zivilisten in dieser Altersgruppe gewesen. Von der internationalen Staatengemeinschaft fordert Amnesty deshalb, die Bedürfnisse älterer und behinderter Menschen in der Ukraine stärker bei humanitären und entwicklungspolitischen Maßnahmen zu berücksichtigen. Der ukrainische Präsident in einem Krankenhaus in der Region Charkiw in Frontnähe. Selenskyj besucht hier verwundete Soldaten, überreicht Auszeichnungen, bedankt sich. Die Kämpfe gehen derweil mit unverminderter Härte weiter, wie hier in Bachmut im Osten des Landes. Die Explosionen unablässig. Doch die Ukraine schlägt offenbar zurück mit Angriffen auf Militärstützpunkte in Russland. Experten gehen davon aus, dass Kiew mit einfachen Drohnen aus der Sowjetzeit in den feindlichen Luftraum eingedrungen sein könnte und nicht mit der milliardenschweren Militärhilfe seiner westlichen Verbündeten. Die US-Regierung erklärt dazu: Wir haben die Ukrainer weder ermutigt noch in die Lage versetzt, innerhalb Russlands zuzuschlagen. In der Diskussion um den Schutz des NATO-Luftraums gibt es unterdessen eine Einigung. Die deutschen Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot sollen nun doch in Polen stationiert werden. Mitte November war eine Rakete auf polnischem Gebiet nahe der ukrainischen Grenze eingeschlagen. A photo op near Ukraine's front lines. The exact location a secret, but not far from Bakhmut, where for months soldiers have been locked in trench warfare with the Russians. President Zelensky handed out medals and told soldiers of their country's gratitude. December the 6th is Armed Forces Day in Ukraine. I would like, if you don't mind, to commemorate fellow servicemen who were killed, people who were close to you, and who were by your side while defending our country. And who will remain in our memory forever? I would like to hold a moment of silence. And home at last for 60 Ukrainian prisoners of war swapped for 60 Russians. More than 1,000 prisoners of war have been exchanged since February. It's clear why Ukraine is particularly thankful to its armed forces. They've made huge sacrifices in lives and limbs to prevent Russia's invasion from succeeding, but the toll on civilians is continuing too. On Monday, Russia launched the latest round of missile strikes targeting Ukraine's energy infrastructure. Power was knocked out once again in some parts of Ukraine, and several civilians were killed. At a Red Cross point in Kyiv, displaced people from occupied or war-torn areas queue for aid. Lyubov fled Russian-held Melitopol 2 months ago. At the moment, I can't be with my husband. Our child is crying, asking for him. Our whole life was there. My brothers are in the armed forces. I have friends fighting. I just want peace so that everything will return to as it was before.
Ukraine has much to be thankful for this Armed Forces Day, but so much too to mourn. Rory Challens, Al Jazeera, Kyiv. Imagina la gente viviendo en paz. Me llama soñador.